Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 10. Juni 2019. Die alten Mayas haben ein ganz präzise Kalendersystem ausgearbeitet und so lebten im Einklang mit der Natur, im Einklang mit den kosmischen Einflüssen. Die Mayas haben 20 sogenannten Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 war die heilige Zahl der Mayas. Eine Welle bedeutet Tönen, Schwingungen oder Frequenzen und wie ich schon sagte, das dauert 13 Tage lang. Das könnt ihr so vorstellen wie in unserem Kalender die 7 Tage Woche. Wir befinden uns gerade in der 14. Welle. Und diese 14. Welle dauert bis 10. Juni 2019. Diese Welle, dieser Zeitabschnitt symbolisiert Ok. Ok bedeutet übersetzt Hund. Und diese Welle, dieser Zeitabschnitt repräsentiert Liebe, Partnerschaft, Treue, Loyalität, Vertrauen, auch Freundschaften, stärkt die inneren Wahrheit und bringt etwas in Ordnung. Hüter der kosmischen Ordnung, stärkt unseren Instinkt, unsere Intuition und unseren Geruchssinn. Jeden Tag haben wir andere Energie. Die heutige Tagesenergie symbolisiert Ik. Und das ist das Bild dafür. Ik bedeutet übersetzt Wind. Ich könnte mit dem Luftelement vergleichen. Wir brauchen Leichtigkeit, von etwas befreit zu sein, endlich aufatmen zu können, befreit von allem, was uns bedrückt. Ik bedeutet auch göttlichen Atem oder eine göttliche Botschaft. Bedeutet auch Ideenreichtum, Ideenvielfalt und das sollen wir auch verwirklichen. Also wir brauchen auch eine Vorstellung davon oder Zielsetzung. Das gehört alles zu diesem Energie. Ik bedeutet auch Kommunikation, weil die Worte werden im Luftelement vermittelt, weiterleitet. Und symbolisiert das Baum des Lebens. Die heutige Tag ist der 13. Tag dieser Welle, also der letzte Tag in dieser 14. Welle. Und die Zahl 13 wurde so gezeichnet bei den Mayas. Und die haben das als Energie betrachtet. Diese 13. Energie richtet sich Wandlung und Schönheit. Das sind Veränderungen, bedeutet auch etwas verbessern, etwas verschönern und entspannt warten für die Entwicklung, für das Ernte. Bedeutet auch Ziele setzen, bedeutet auch ein Aufstieg für die nächste Entwicklungsstufe. Und das war mein Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.